Guten Morgen! Heute unsere erste Wanderung, Triple Lake Hike. Geht eigentlich direkt los von unserer Unterkunft. Ziemlich cool. Also schauen wir mal, wie die erste Wanderung wird. Ja, mega geil. Let's go! Schon schön. Wanderung haben wir jetzt bald geschafft. Also, wir warten jetzt auf unseren Bus. Der wird dann so ausschauen. Und der bringt uns, die winken, der bringt uns bis ganz zurück in den Nationalpark rein. Also es ist ziemlich cool. Wir werden so circa 4 Stunden mit dem Bus fahren, also bis ganz hinten und wieder zurück. Und wenn wir Wildtiere sehen, dann bleibt er sogar stehen und man kann die halt genau begutachten und fotografieren hoffentlich. Hoffentlich sehen wir auch welche. Sie ist jetzt eh so, also es ist jetzt 4. Das heißt, wir kommen eh so in die Abendstimmung rein und angeblich ist da sowieso von den Wildtieren her mehr los. Bin gespannt. Ja, und dann sehen wir gleich mal den Park und schauen, welche Hikes wir tun. Genau, kennen uns da ein bisschen aus dann. Voll. Caught behind Venetian blinds. Try to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, mama, what I become. I've been running east, looking for sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the folds. Don't look
before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding, an easy kill. Guten Morgen! Also heute mal wieder eine super lustige Geschichte. Die Kurzversion, also wo wir beim Subway waren, wir stellen ja immer, wir parken eigentlich die Radl immer so, dass wir sie sehen, von wo auch immer, wenn wir wo reingehen, dass wir auf jeden Fall einen Blick drauf werfen können, dass keiner halt die Taschen nimmt oder sonst was. Und letztes Mal, wo wir im Subway drin gesessen sind, haben wir halt einen Mann gesehen, der so offensichtlich voll beeindruckt war halt von unseren Rädern. Und wir sind dann halt raus, haben unsere Sachen gepackt, dass wir halt weiterfahren. Und dann ist er wiedergekommen und hat halt mit uns geredet und hat halt voll interessiert nachgefragt, woher wir kommen und was wir da machen und dass wir coole Räder haben und so. Dann hat er uns seine Nummer gegeben. Er ist nämlich ein LKW-Fahrer und er fährt die ganze Zeit von Anchorage nach Fairbanks und wieder zurück. Er wohnt auch in Fairbanks, hat er gemeint, und er würde uns gerne auf ein Frühstück einladen, sobald wir in Fairbanks sind. Gut, dann haben wir ihm mal geschrieben und ich habe ihm mal gesagt, dass wir halt da sind, im Nationalpark und so weiter. Und jetzt hat er gemeint, er fährt da immer vorbei und er sieht immer die ganzen Touris, dieses Rafting machen und er würde das so gern machen, aber er weiß halt nicht mit wem oder er hat halt irgendwie noch nie die Gelegenheit gehabt. Und dann hat er uns nämlich gefragt, ob wir halt gern mit ihm das machen würden, er würde uns einladen und dann haben wir halt gesagt, ja natürlich, was denn, das ist voll cool, das ist sehr cool. Und ja, jetzt hat er echt die Tickets gezahlt und so weiter, er holt uns jetzt sogar ab. Sein Name ist John und ja, er hat damals schon sehr, also super sympathisch und lieb gewirkt. Also ich glaube, also er ist super süß. Uns gar nicht. Ja, nein. Voll. Gestern hat er sogar gefragt, ob er uns irgendwas von der Stadt eben mitnehmen soll, was sehr cool ist, weil jetzt bringt er uns Haferflocken mit, was wir halt für unser Porridge brauchen. Was man da in der Gegend nirgends kriegt. Genau, weil ist das echt top. Da ist ja alles. Da gibt es einfach nichts. Ja. Und jetzt schauen wir mal, mit was für einem Auto er daherkommt. Vielleicht kommt er eben mit seinem LKW. Ja, auf jeden Fall cool. Also beim Reisen kommt man echt zu so coole Gelegenheiten. Das ist echt der Wahnsinn. Und die Leute da sind einfach mega. Ja, ich glaube, es ist auch süß. Ja, gut. Let's go rafting. Let's go rafting. Let's go rafting. Rafting. Let's go rafting. Hello. 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 Well, I feel like I might have failed you on the oats mission because. Awesome. No, that's perfect. That's perfect. Well, that's okay. It's just different than what you sent me. I mean, yeah, but it's problem. Fine. It's perfect good. For making yes. oatmeal. That's yes. amazing. Thank you so much. So, this is John. Yeah. Schau ja aus, als würde jetzt fischen gehen oder so. Yep. Yeah. Now you are on camera. Yeah, I'm yeah. on camera. Yeah. Hold me for a minute. There you go. What I have left of. Yes. Oh, yeah. Ready to go. Because I was kind of photographed by the woman.
What? Get down, get down. Kurzzeitig haben wir gedacht, du überlebst nicht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hab echt Angst gehabt, kurzzeitig einmal. Vor allem, wenn man dann ins verzweifelte Gesicht vom Guide schaut und der eigentlich auch keinen Plan hat, was er gerade tun soll, dann weiß man, es ist irgendwie echt gerade eine ziemlich böse Situation. Ja. Und jetzt gibt's ein Bier. Ja, und Essen. What do you think? How was it? What is your, like, opinion on the whole thing? I liked it. It was fun. That's what it was. Let's do it again. Ja, ja. Oh ja. Eben, das ist nämlich das Beste dran oder das Ärgste dran. Unser Guide, der mit uns war, also der Owen, der macht heute nichts mehr. Also der will nicht nur einmal. Das war too much. Der will nicht nur einmal eine Tour machen heute. Das war ihm echt zu viel. Und das crazy. Ist crazy. Wir sind da echt hängen geblieben und sind nicht rausgekommen. Mann, aus diesem Strudel. Wenn man erst danach erzählt hat, was passieren hätte können, ja. Wenn man es nicht rausgeschafft hätte. Ja. Also, Gott sei Dank hat er das im Vorgriff. Wow. Crazy. So. Ja. So, das war's. Raften in Alaska. Yeah.